Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Ausgabe von Barbecue Bären. Die letzten Male haben wir nichts im Dutch Oven gemacht, aber dafür dieses Mal wieder. Und zwar machen wir ein schönes feuriges Kesselgulasch mit Kartoffeln. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geht und was wir alles brauchen, dann bleibt dran. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir für unser Kesselgulasch für Zutaten brauchen. Die habe ich hier stehen. Das sind einmal 1,5 Kilo Schweinegulasch. Ihr könnt natürlich auch Rind nehmen oder gemischt, wie ihr möchtet, jeder wie er es mag. Dann habe ich hier 4 Paprika. Das ist so eine Ampel und eine grüne, die hatten wir noch, die habe ich noch dazu genommen. Dann habe ich 4 Möhren. Dann sind das 8 Zwiebeln. Dann sind das 12 Kartoffeln. Dann habe ich hier einmal Paprikapulver, rosenscharf. Das ist 2 Esslöffel. Dann 2 Esslöffel Kümmel, Salz, Pfeffer. Dann sind das 2 Petersilienwurzeln. Dann 3 Knoblauchzehen, in dem Fall ist das hier so Solo-Knoblauch. Dann habe ich 2 Dosen stückige Tomaten, Öl zum Anbraten, Wasser, um hinterher das Ganze, wenn es an Flüssigkeit verloren hat, aufzufüllen und 2 Jalapenos. So, das sind unsere ganzen Zutaten, die wir benötigen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir starten jetzt damit, schneiden unser Gemüse wie folgt klein. Die Paprika, die halbieren wir und schneiden die in solche Würfel. Und die Kartoffeln auch in grobe Würfel. Dann nehmen wir unsere Möhren und Petersilienwurzel und schneiden die einfach nur in Scheiben. Die Zwiebeln werden einfach grob gewürfelt. Ich halbiere mir die immer und mache dann hier so 3 Streifen. Und als nächstes nehmen wir dann, nachdem wir die Zwiebeln fertig haben, unseren Knoblauch und der wird fein gehackt. Und zum Schluss schneiden wir unsere Jalapenos einfach nur in dünne Scheiben. So, unsere Schnippelarbeiten haben wir jetzt soweit erledigt. Ich heize jetzt unseren Dutch oben vor und dann fangen wir an. Der Dutch Oven ist jetzt soweit vorgeheizt. Jetzt braten wir erstmal unsere Zwiebeln schön an. Und das so lange, bis sie glasig sind. Auf unsere Zwiebeln folgt jetzt das Fleisch und der Knoblauch. Das Fleisch haben wir jetzt kurz mit angebraten. Jetzt nehmen wir unsere Tomaten, schütten das Ganze auf. Dann den Kümmel dabei. Und das Paprikapulver. Das rühren wir jetzt kurz auf und dann lassen wir das bei geschlossenem Deckel so 1/2 Stunde köcheln. Und gesalzen und gepfeffert wird es natürlich jetzt auch schon. Die 1/2 Stunde ist rum, jetzt schauen wir mal rein. Oh ja, das blubbert schön vor sich hin, so wie es sein soll. Jetzt rühre ich das kurz auf. Und jetzt geben wir unsere restlichen Gemüsezutaten dazu. Das heißt die Paprika und Möhren. Dann die Petersilienwurzel. Und die Jalapenos. Die Kartoffeln nicht, weil die mache ich erst dazu, so 20 Minuten vor Ende, dass die noch einen leichten Biss haben und nicht ganz weich gekocht sind. Und hier mache ich jetzt den Deckel wieder drauf und werde dann das Ganze, ja, so 1,5 Stunden einfach nur köcheln lassen. Was er dabei aber so ein bisschen beachten müsst, ist die Flüssigkeit. Wenn es zu wenig wird, dann einfach mit Wasser ein bisschen aufgießen. Und dann sehen wir uns später wieder. Weitere 1,5 Stunden später, es ist mittlerweile schon dunkel und richtig kalt geworden. Gucken wir mal rein. Oh ja, und das blubbert schön vor sich hin. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal schön auf. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt werden wir unsere Kartoffeln nehmen. Werden die noch hinzufügen.
Und die werde ich jetzt noch mal eine halbe Stunde mitköcheln lassen, dass sie einigermaßen weich sind, nicht ganz verkocht, sondern noch gut Biss haben. Und die werden dann auch durch die Stärke wahrscheinlich noch so ein bisschen die Flüssigkeit nehmen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Ganze gleich verkosten. So, unser Kesselgulasch mit Kartoffeln ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch probieren. Boah, heiß. Nur ein bisschen Gemüse. Ja. Super, eine runde Sache. Hat hinten raus ganz schön Bums, muss ich sagen. Ich denke mal, das ist den Jalapenos geschuldet. Die Kartoffeln sind noch gerade so schön bissfest. Das Fleisch ist butterzart. Das kann man so zerdrücken. Ja, das ist meine Version von einem Kesselgulasch gewesen im Dutch Oven. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar und ein Abo sowieso. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, der Barbecue-Bär. Bis dahin, macht's gut, ciao.